So. So. Great A. Biatch. So. Haben die 5 Level. Machen natürlich auch noch den Bosskampf schnell hinterher. Ganz flott und wir sind gegen irgendwas dagegen gelaufen. Nein, Dr. Fetus hat uns geschlagen. Und er will gegen uns kämpfen mit einem Raketenwerfer. Und oh mein Gott, er hat uns getötet. Hihi. Und wir respawnen. Wie gewöhnlich auf. Sterben. Und schon wieder. Also sind wir eigentlich unbesiegbar. Wir haben die Fähigkeit des Respawnens. Yay! So. Unser Haus besteht auch selber aus Kampf. Hallo, Dr. Fetus. Ups, daneben geschossen. Fail. Wow. Scheiß Rakete hat hier 560 Drehungen gemacht. Ach ja, und wir müssen natürlich auch noch gleichzeitig durch ein extrem schweres Level klettern. Falls ich das noch nicht angemerkt habe. Hey, die scheiß Rakete erwischt mich auch noch. Ja, geht doch mal schneller los, du scheiß Sägeding. Oder warte ich mich hier eben 2 Raketen. So. Na gut, es geht immer noch nicht schnell genug, das Sägeding. So, so. Nein! Jetzt höre ich doch ab. Streng dich doch an, boah. Hier springen. Nein. Nein. So. Voll die Panik-Weltuntergangsmusik hier. Moment, der Sprung geht. Haha! Skill uns so bewiesen. Irgendwie auf jeden Fall. Zack, zack. Wow, okay, ich bin gerade sehr konzentrationiert. Würde ich fast schon sagen. So. So, okay, sind beim Bosskampf angekommen. Der eigentlich, glaube ich, nur daraus besteht, da oben gegen die Decke zu springen und dann dort. Aber Dr. Fetus fehlt. Dann warten wir auf ihn. Dass er in seinen Untergang läuft. Tschüss. Wir waren zu schnell für das Level, würde ich fast schon meinen. Tschüss, Dr. Fetus. Sieht aus fast wie Chat, aber Chat war süß und er ist kacke. Yay, er ist tot. Freude. Verreckt er voll niedlich, aber. Oh mein Gott, no, er drückt einen Knopf. Wie kann er nur? Das macht er jetzt, wie gerne Knöpfchen drücken. Und jetzt nehmen wir Bandage Girl auf unseren Rücken und fliehen. Natürlich dürfen wir das auch noch machen. Yay, Bandit Girl auf uns drücken. Die Steuerung ist allerdings nicht anders. Auch wenn ihr Mero meinte, die Steuerung wäre jetzt anders mit Bandit Girl. Nur die Körperform von Meat Boy hat sich verändert und deswegen ist es ein wenig seltsam, ihn zu lenken. Und das Level ist irgendwie extrem schwer bei der Rückweg übrigens. Hä, wollte ich hier gerade anmerken. Aber man fängt hier wenigstens an. Statt ihr von mir müsste wieder das ganze Level von vorne machen, nachdem man gestorben ist. Das wäre, boah, würde man ja kotzen. Regenbogen oder sowas. Nope. Das war's nicht, was wir wollten. Wir wollten so. Dann wollten wir da runter und dann nicht in die Säge reinspringen. Nein. Aber wenigstens kommt irgendwie kein Blut in den Sägen. Wenn ich gegen die Sägen fliege, fällt mir gerade auf. Wahrscheinlich irgendwie so Bandage Girl saugt das Blut vorher auf. Sie saugt unsere Leiche auf. Wie ein Vampir. So, jetzt wollen wir dort runter. Boah. Wow. Holy Mother of Maria, Jesus Christi Power. Ich habe nicht gesehen, wie ich verschwunden bin. Ihr? Ich glaube auch nicht. Gut. Dann sagen wir einfach, Mr. Leck ist ein Bösewicht. Viel böser als Dr. Fetus. So, zack. So. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen muss. Egal, ich klettere einfach mal hier hoch. Warte hier, springe nach dort. Ah, okay, jetzt sehe ich es. Ja, gut. Bin schon. Ich sehe es. Ja, ich bin schon lange durch, aber ich sehe es jetzt. So, jetzt wollen wir dann da zwischendurch. Zack. Fail! Fail, fail, fail! Ich wusste gerade nicht, wo die. Ja, wenn man nicht. Ich will größere Bildschirm. Moment. Ich will, dass das Spiel größere, nicht kleiner anzeigt, aber den Rest größer. So, hier hüpfen wir einfach mal ganz gechillt jetzt so durch. Kein Bock mehr auf die ganze Kacke. So. Durch da nach unten. Dann gehen wir da hoch. Und sind schon wieder hier. Zwischen den zwei Degen noch durch. Zack.
Ah, ich bin nicht auf der Plattform gelandet. Schön, 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 schön. Ja, komm, ich habe unendlich Zeit. Kannst du tun, als wird hier alles kaputt gehen, aber ich habe unendlich Zeit. Hey, aber wenigstens töten jetzt Bandit Girl mal mit, wenn wir sterben. Das ist doch auch mal interesting. Ups. Ja, das ist fast genauso schlimm wie Level 5. Bosskampf an sich war ja eigentlich schneller gemacht als das 5. Level. Das ist irgendwie ein bisschen fail, würde ich sagen. Hätten sie den Bosskampf in Welt 5 verschieben sollen. Das wäre episch. So, zack. Naja, gut, es gibt den Bosskampf aber noch in der Dark World-Version. Übrigens, wollte ich hier gerade so anmerken. Wird irgendwann mal später folgen. Naja, reden wir jetzt halt einfach schon mal schon darüber, wie es jetzt weitergeht. Also da mein Internet zu scheiße ist für Livestreams, hallo, ja, werde ich das Spiel ab und zu Parts hochladen. Ab und zu, nicht jeden Tag oder so. Aber ab und zu, wo ich dann wieder ein kleines Stückchen geschafft habe, vielleicht werde ich irgendwie zusammenschneiden oder auch nicht. Mal schauen, wie es sich ergibt, wie lange ich für irgendwas brauche. Und ja, dann dürft ihr mir zusehen, wie ich Meat Boy spiele. Was? Ich lebe noch. Hossa. Weißt du eigentlich, wie ich das gemeistert habe, aber es gefällt mir. So, dann müssen wir dort lang. Säge! Ich konzentriere mich kurz. So. So. Nein, oder? Doch. Ja, das war ein wenig fail. Naja, ich werde versuchen, ich werde vielleicht auch nicht 100% anstreben mit den zusammenschneidigen Videos und so. Ich werde einfach halt, wenn ich Lust habe auf Meat Boy, ich habe oft Lust auf Meat Boy, es spielen und ich bin jetzt hier schon fast veranlagt, es zusammenzuschneiden, bis ich es endlich habe, weil ich nicht kommentieren möchte, während ich so oft sterbe. Das macht keinen Spaß. Deswegen will ich auch nicht die 100% so wirklich aufnehmen. Also doch aufnehmen schon, aber halt nicht so reden oder sowas. Vielleicht mit epischer Sektgeil-Musik. Also kann ich jetzt eigentlich diesen Trick immer machen? Nein. Schade. Ich wäre nämlich schon einfach. Dieses Level ist zu lang. Ich will nach Hause. Komm, Bandage Girl, wir gehen. Keine Lust mehr. Bleib auf meinen Schultern und sterbe nicht. Sonst gibt's Klappe. Ich hab nochmal kurz meine Handtasche da unten vergessen. Oh nee, doch nicht. Verdammt. So. Ach, ich will's nur auf einen Versuch schaffen, so. Einfach so voll Ninja durchrennen. Aber nein, ich sterbe und sterbe und sterbe und sterbe und hab schon mitbekommen, dass ich, sterbe, so. Wow. Interesting. Jetzt geht auch da rein. So, ist dazwischen durch. Jetzt brauche ich nur noch so eine Ulti-Lösung für diesen Kackraum da links. Nach den Doppelsägen, wo ich dort durch... Also, für... warte, ich sag dann jetzt. Ich sag dann jetzt. Ich sag dann jetzt. Ich sag dann jetzt. Für jetzt brauche ich eine perfekte Lösung. Also, ich könnte da runter auf die... Da, weil die Kacksäge sich da drehen muss und ich Angst bekommen hab. So, nochmal runter. Nochmal rüber. Kann ich das auf ein Part hochladen? Ja, Meat Boy ist ja nicht groß. Kann ich ja nicht auf ein Part trotzdem noch hochladen. Hahaha. Hab ich doch nur 11 Parts gebraucht. Und ich lasse jetzt 2 Parts hoch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache es doch 2 Parts, weil irgendwie sehr lang. Dann 11.1 und 11.2, so dass ihr noch die Flucht als einen Part habt. Müsste ich sogar... Oh, dann habe ich sogar so ein Ding, so... wie es auch immer heißt. Verflucht! Jetzt hat... Hier, was ist denn los mit mir? Stell mich an wie so ein Stück... Brot! Ja, das ist mein Schimpfwortfilter. Statt ein Stück... Scheiße, sage ich ein Stück Brot. So. Und trotzdem habe ich das Wort dann noch danach gesagt. Das ist natürlich... Jetzt komme ich gleich wieder hier mit meinem Vogel-Rage. So. Zack, zack, bum. Bam, balasam. Und kaboom, kapau. Und skam. Chipu. Also ich komme ja hier eigentlich relativ gut durch. Aber dann so... Stell, wo ich hier so wirklich Zentimeter für Zentimeter klettern soll, wird's mir zu lame. So, wie machen wir das? So, jetzt können wir runtergehen. So, jetzt sind wir mal wieder hier. So, zack. Gehen wir wieder dorthin. Hier kommt wieder Mr. Segi. Segi, Segi. Irgendwer spielt Bad Company, das interessiert mich kein bisschen. So, jetzt gehen wir hier runter, machen so einen epischen Sprung über die beiden. Überlegen uns, wie wir an den beiden vorbeikommen, vielleicht so. Und haben es endlich geschafft! Damn it! I did it! We did it! We did it! Explorer Power! Nein, ein Stein kommt! Ich kann nicht zu Bandage gehen! Nein, ich werde schlagen! Nicht so lange Super Brownie lebt!
Er rettet uns. Lauf, Meat Boy. Nein, Brownie. Ich muss stark sein. Ich bin ein Stück Bösewicht-Code. So, jetzt kommt die Happy-Musik, alles stützt ein. Und Mr. Morgame ist in YouTube. Dafür wird er aus meiner Freundesliste gelöscht. Nein, dafür wird er nicht, weil ich ihn auch immer anschreibe. Verdammt. Ich schreibe ihn. Ich hasse dich. Smiley. So. Hier läuft es ab, der Abspann noch so ein bisschen. Hier sehen nochmal alle unsere schönen Feinde und Bosse und Bekannten. Zum Beispiel das Eichhörnchen im Rollstuhl. Hallo. Es war ein bisschen traurig. Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, mir beim Zusehen oder so, beim Ragen. Bisschen. Chat hat natürlich ein neues Gesicht bekommen, ist jetzt ein Superstar. Oh, hallo, ja, ich bin Chat. Ah, schön. Special Thanks, bla bla bla. Los, zeig die anderen, ich will die anderen sehen. Ich will die Würmer nochmal sehen, die Würmer sind cool. RIP, Brownie. Nein, Brownie lebt. What? Vom Klo erschlagen. Okay, vielleicht lebt er doch nicht. Kann ja auch mal vorkommen. Oder so. Irgendwie. Ja. Mietball fertig. Yeah! Es wird dann aber, es wird erstmal nichts kommen, aber dann wird wieder irgendwann mal was kommen von Mietboy und ich werde die restlichen Level halt machen und so, werde die Mietboys hier abdancen. Und Mr. Morgan spielt jetzt Battlefield Bad Company 2. Er ist extrem schlecht daran. Da, Wurmi! Das. Oh, ich liebe sie, sie sind so süß! Schenkt mir eine Wurmi-Puppe und ich bin euch für ewig dankbar. Nein, die gibt's glaube ich gar nicht. Glaube ich. Ansonsten kaufe ich sie mir selber. Yay! Beat Boy steht mit Bandage Girl da. Und das Herz geht zu. Jetzt kommt die End! Fragezeichen. Yeah, find out in the dark world. Ja, man sieht, dass Bandage Girl schwanger mit Dr. Fetus Baby ist. Mit einem Dr. Fetus Baby. Wie, weiß ich nicht, ob eingepflanzt oder geschwängert oder was auch immer. Naja, das ist das richtige Ende, sage ich jetzt hier an der Stelle, weil ich keine Lust habe, halt noch die Dark World zu machen, weil die wirklich kacke ist. Und es wäre die Cotton Ellie, die ich nicht mal anrühren werde. Oh, ich bin reingegangen. Wie kommt das nun? Ja, das ist ein umgedrehter Intro vom ersten Kapitel. Da wird Meat Boy geschlagen und entführt. Und man spielt mit Bandage Girl. Und die Musik ist auch wunderschön. Hallo? Also, normalerweise konnte ich das schon besser. Okay, ich kann wirklich nicht mehr. Ich habe Meat Boy verlernt. Tut mir leid. Geht doch, okay. Ein Level wollte ich schon kurz machen. Bitte, das machen wir doch in der Dark World. Yay! Weil, einfach kann. Hey, da ist doch schon Meat Boy. Okay, aber ich komme nicht durch die Wand durch. So, jetzt müsst ihr hier hüpfen. Dann darüber, da hoch. Zack, zack, zack. Nope, nochmal. Los. Los, Bandage Girl, du willst Meat Boy retten. Nochmal einfach zum Abschluss hier. Ein Level aus der Cotton Alley. Ja, zum Kotzen ist die eher. Kotzen Elli. Haha. Bam, 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 bam. So. Nein. Okay, ich habe keine Lust mehr. Gut. Das war's von Super Meat Boy von mir. Wir sehen uns wieder, wenn ich endlich mal noch ein anderes Projekt beendet habe. Vielleicht Devil May Cry oder so. Und dann fange ich was Neues an. Ich weiß noch nicht was. Aber ich fange was Neues an. Tschüss. Euer Zombie.